Egal, was ich tue, ist immer falsch. Kann ich nicht selbst entscheiden, was gut für mich ist? Sie schreiben mir vor, wo ich mich bewerben soll. Wie kann jemand über unsere Zukunft entscheiden, wenn wir nicht mal gefragt werden? Ihr schließt eure Ohren, ohne einmal zu zögern. Das Kopftuch? Mein Recht, meine Freiheit, meine Wahl. Also entweder kämpfe ich im Theater oder auf der Straße. Wenn ich etwas ändern könnte, dann, dass Jugendliche mehr Meinungsfreiheit haben. Dann, dass Jugendliche mehr Arbeitsplätze bekommen. Wäre die Welt frei von Rassismus. Ich hab's satt, wie eine Marionette behandelt zu werden. Soziale Ungerechtigkeiten müssen bekämpft werden. Kinderarmut ist Realität. Öffnet eure Augen und hört uns zu. Über Demokratie sprechen? Hört damit auf. Kommt zu uns. Lasst uns echte Demokratie wagen. Theater aus der Seele. Theater mit Herz und Leidenschaft. Arabischer Frühling, Konflikt in Palästin, Hass zwischen Türken und Kurden, Probleme in Berlin. Der Präsi aus Neukölln, Nachfolger Sarrazins. Probleme häufen sich und werden allmählich zu viel. Filme gegen den Islam, sogenannte Hassprediger, gemacht von verdammten Rassisten. Meinungsfreiheit? Nee, bleib mal sitzen. Eindeutig Beleidigung gegen ein Massenvolk. Rechte werden schwitzen, denn dieses Jahr brettern wir Argumente durch die Gegend und das mit 2000 Volt. FSDIWA-NNA, mach die Hände hoch für das Festival. Ich bleib stabil und kämpfe meine Meinung, denn mein Rap ist realer als die Maya-Prophezeiung. Ihr redet irgendwas von korrekter Politik. Was? Politik? Macht die Augen auf, es herrscht Krieg. Diese zwei Stimmen auf diesen einen Beat sorgen für Motivation, auf dem Weg zum Sieg. FSDIWA-NNA, mach die Hände hoch für das Festival.